Willkommen zurück zu Rise of Nightmares, dem zweiten Versuch. Ich glaube, das ist ein. Heißt er nicht Doktor? Bla bla bla. Hinter Doktor so und so herzuschleichen. Dieses Mal würde ich sagen. Einen Schritt schneller. Und. Geh zurück, geh zurück. Oh, ich will zurück, Mann. Ich will doch nur zurück. Ah, der hat mich. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, weil... Ja, warum eigentlich nicht? Muss ich dann zurück? Ach, ich kann doch nirgendwo an dem vorbei. Ich kann nirgendwo an dem Typen vorbei. Der Gang ist eng. Wenn ich mich in diesen Schränken verstecken könnte, dann... Das wäre eine Möglichkeit, aber das geht ja nicht. Einfach dichter an dem dranbleiben. Mist. Okay, geht weiter. Oh. Nervenzusammenbruch. Aber jetzt kommt er. Okay, ich habe einen Plan. Das wird alles eng und knapp und wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert das. Und ich bin froh und glücklich und das Spiel geht weiter. Oh, da fällt mir was ein, das, was ich mal fragen könnte. Wenn so eine Stelle hier kommt, wo es einfach jetzt was sein kann, dass ich es noch drei, vier Mal versuchen muss. Also wenn ich es echt drei, vier Mal versuchen muss, schneide ich eine ganze Menge raus. Dann sowieso. Aber ansonsten, möchtet ihr, dass das rausgeschnitten wird oder wollt ihr das immer wieder sehen? Wie dicht kann ich denn ran? Ziemlich dicht, okay. Wenn ich hier nichts sage, dann liegt das daran, dass ich mir vor Angst in die Hosen mache. So, das ist der Plan. Das ist der Plan. Okay, wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich es wirklich nicht. Dann gibt es keine Möglichkeit, an dem vorbeizukommen. Ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder lieber nicht. Das möchte ich wissen, das interessiert mich, das ist wichtig. So, das wäre wirklich schön, wenn ihr es tut. Ich sag das jetzt nicht nur so dahin, ich möchte das echt wissen. Das ist für euch angenehmer. Ich will es euch ja nur angenehmer machen. Ja, was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Oder geht die... Dinger, doch auf. Geh auf, du Blöde. Was ist denn das? Oh, Mann, diese... Okay, naja, geht nicht. Oder soll ich jetzt hier in der Ecke warten, bis der kommt? Der kommt ja irgendwann zurück. Hey Leute, ich schneide, bis der hier vorbeikommt. Und oder ich... ja, oder ich dabei sterbe. Bis gleich. Lustig. Ich habe jetzt doch nicht geschnitten, denn in der nächsten Sekunde kam er schon und da dreht er aber auch schon wieder um. Aber noch können wir, glaube ich, vor ihm fliehen. Nein, können wir nicht. Ah, das Problem ist jetzt... Ich
komme ja an dem nicht vorbei. Der tötet mich jetzt. Okay, jetzt ist es so oft passiert. Ich schneide und wir sehen uns, wenn ich an ihm vorbeigegangen bin. Da ist er. Und er läuft an mir vorbei. Und diesmal habe ich eine durchaus angenehmere Position. Ich bin einen Tacken weiter vorne. Fühlen Sie sich müde oder haben Sie Schmerzen? Machen Sie eine Pause. Ja, ich habe Schmerzen, tatsächlich. Aber nicht, weil das anstrengend ist, nein. Aber das Spiel... ist eine Qual. Egal. Denn... das ist sie. Okay, wir haben ein echtes Problem. Wir haben ein echtes... oh, Wahnsinn. Ihr seid doch irre. Ihr seid doch total irre. Oh Mann, wo darf ich denn anfangen? Okay, mit dem Werfen, ja, das können schon auf jeden Fall, brauche ich. Definitiv. Kann ich mir die von hier aus schon nehmen? Nein. Okay, dann machen wir einen kleinen Bogen. Einfach um, in der Hoffnung, dass sie nicht sofort reagiert dann. Dass ich mir vorher die Dinger nehmen darf. Ja, darf ich. Und jetzt. Okay, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ist weg. Gleich habe ich keine mehr. Gleich habe ich keine mehr. Ich habe keine mehr. Und mein... oh, das hat zu lange gedauert. Das hat doch viel zu lange gedauert. Jetzt lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück. Lauf doch zurück. Tust du denn nie, was ich dir sage? Es geht voran. Es sind ein Stückchen weiter. Mal gucken, kann ich irgendwo vielleicht noch eine andere Waffe nehmen? Nein, natürlich nicht. Hallo, das wäre auch viel zu einfach. Nachher kommt dann auch Spaß auf. Ha! Okay, da wird es bestimmt irgendwo eine Waffe geben. Eine Tarotkarte. Oh, Gamerscore. Geil. Ja. Ich bin übrigens nicht so ein Gamerscore-Typ. Der Gamerscore interessiert mich eigentlich nicht. Ich will das Spiel durchspielen und gut ist da. Irgendwelche komischen Zusatzmissionen. Muss nicht sein. Oh, gruselig, ein Kind.
Zeig mal her, wie sieht denn das aus? Oh, ja. Der fällt unter gruselig. Naja, okay. Das finde ich schlimm. Auch schlimm ist, dass die Steuerung wieder nicht geht. Aber ist ja nicht so, dass wir das nicht so kennen. Ich nehme, glaube ich, die Vase damit. Die ist nämlich nicht so schwach. Könnt durchaus stärkere Waffen. Okay, hier sind einige. Wäre es ganz recht, wenn du da als erstes aufstehen würdest. Aber nein, du greifst mich gleich von hinten an. Jetzt steht doch endlich auf. Mann, ich weiß doch, dass es tut. Also. Oh, es kriegst nochmal einen mit der Nase übergebrettert oder auch nicht, weil es nicht funktioniert. Ist das denn Hexenkostüm? Nee, okay. Hallo, mach doch mal. So. Alle putt. Klappt besser als sonst. Es klappt auf jeden Fall besser als sonst. Ich bin ja auch. Ich bin Profi. Profi. Absoluter Profi. Na, die Machete. Ich würde sagen. Okay, das ist nur eine Lampe. Da kommen wir. Da ist aber noch ein Schrank. Den wir nicht aufmachen wollen können, wie auch immer. Soll mir egal sein. Ist das die Frau, die kidnapped Kate? Aber wenn die gleich wieder auftaucht. Was war das denn jetzt? Ach so. Mach ich doch. So. I think I heard something. Okay, da ist im Nebenzimmer scheinbar etwas aufgegangen. Das sehen wir uns an. Also ich würde ja jetzt so tendieren zu unterm Bett, oder? Aber scheinbar gibt es noch einen Tacken zurück. Oh, was war denn da? Aha, das Kinderzimmer. Nett. Und hier gibt's nichts, so. Nö. Ist echt anders, als ich mir vorgestellt habe, das Spiel. So nach 13, 14 Parts kann ich das ja jetzt mal so sagen. Also, es fing zwar genauso an, wie erwartet, aber... Okay, Junge, also du kannst hier nicht über 50.000 Meter entfernt irgendwas gehört haben, das glaube ich nicht. Ich gehe da jetzt nicht noch runter. Vor allem nicht, weil ich genau weiß, was wer da... Ah, die beiden, die Türen. Was sagt denn die automatische Bewegung? Die hat ja eigentlich auch nichts zu sagen. Nicht laufen. Ich will doch gar nicht laufen. Das muss doch hier irgendwo... Hier muss ich was getan haben. Hier nicht. Guck doch mal im Bett, Mann. Ich will wissen, was da im Bett ist. Ist doch bestimmt irgendwas. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Okay, wenn es hier nicht ist, dann muss es doch unten mit den Türen zusammenhängen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, oder? Ne. Was war das?
Wo willst du jetzt? An die Tür bestimmt, okay. Okay, ich würde sagen, wir erkunden das da unten im nächsten Part. Weil das wird in diesem Part sowieso schon zu viel, weil ich nicht weiß, wie viel ich genau wegschneide am Ende oder auch nicht. Und ach, Mann. Also ich sag bis dann und ciao, ihr Wabudu.